Was haben wir getan? Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl? Was treibt die Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann wollen wir niemanden stören? Haben wir schon wieder vergessen? Lassen wir uns erpressen? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert, doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Free, free, wann kommt Gerechtigkeit free Assange. Journalismus wann mischen wir uns ein? Ist kein Verbrechen. Wann sagen wir? Herzlich willkommen. Wir sind heute hier am 3. Juli 2023. Heute ist der 52. Geburtstag des australischen Journalisten Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Und ich bin froh, dass ihr alle heute hier seid. Ich bin froh, dass hier auch so viele hier sind, die das heute hier dokumentieren. Ich bin froh, weil es werden auch viele sehr gute, starke Redner und Rednerinnen kommen. Und vor allen Dingen sehr viel Kultur, unterschiedliche Künstler, Musikschaffende. Und ja, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich eröffne jetzt diese Veranstaltung. Ja, heute ist der 13. Geburtstag von Julian Assange, den er nicht in Freiheit feiern kann. Seit 13 Jahren ist dieser mutige Mensch seiner Freiheit beraubt. Und es ist heute der 5. Geburtstag von Julian Assange, den er in dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London verbringen muss. Und ja, wir sind heute hier auf dem Potsdamer Platz. Ansonsten, die Jahre vorher waren wir immer auf dem Pariser Platz vor der US-Botschaft, vor dem Brandenburger Tor. Es wurde jetzt von der Polizei erst abgesagt, weil Staatsbesuch aus Frankreich anstand. Nun, wegen der Aufstände in Frankreich ist Macron jetzt nicht gekommen, aber wir konnten jetzt nicht mehr so schnell umswitchen. Und ich denke, hier haben wir auch viel Platz und werden auch von vielen Menschen gesehen. Als erstes möchte ich darauf aufmerksam machen. Belmarsh Live steht hier. Das ist ja, eine international bekannte Künstlerin aus Leipzig, Manga Mekade. Ich freue mich total, dass sie hier ist, dass sie zu uns nach Berlin gekommen ist mit diesem Belmarsh Live. Es gab auch eine Anfrage aus London, aber wir waren schneller und sie hat zugesagt bei uns und sie hat sich dran gehalten. Vielen lieben Dank, Manja. Belmarsh Live ist eine Kunstinstallation, die, wo man etwas wirklich selbst erleben kann. Man kann da reingehen, die Tür zumachen und man ist genau in der Größe, die Größe der Zelle von Julian Assange hat. Und in dieser Zelle ist er bis zu 23 Stunden am Tag eingesperrt. Und deswegen hat der langjährige Beauftragte der UNO für Folter und unmenschliche Behandlung, der Schweizer Professor Nils Melzer, hat es genannt und nennt es immer wieder, das, was mit Julian Assange in London, Belmarsh, passiert, ist Folter.
Und ja, wir sind hier heute 3 Stunden hier. Ich denke, da findet jeder mal Zeit, da dasselbe auf sich wirken zu lassen, wie groß diese Zelle ist. Ja, herzlichen Dank, Manja, dass du hier bist mit Belmarsh Live. Ja, und jemand hat gesagt, Bewegungen, soziale Bewegung, politische Bewegung, die keine Musik haben, die werden sehr schnell eingehen. Und ich bin froh, dass wir so viele Musiker hier haben. Und jetzt bitte ich nach vorne Jens Fischer-Rodrian. Jetzt bin ich da, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Danke für die Einladung. Das Thema Julian Assange ist nochmal ganz massiv bei mir in den Vordergrund gerückt, nachdem ich Uli Gellermann eingeladen hatte, vor 2 Jahren ein Konzert zu spielen. Und dieses Konzert fand statt in einem ganz, ganz kleinen Lokal, ein sehr mutiges Lokal, ein sehr widerständischer Ort, auch in dieser C-Zeit, in dieser unsäglichen. Und irgendwie haben wir dann so viel Spaß gehabt an diesem Abend, dass wir gesagt haben, warum machen wir das nicht öfters? Und seitdem machen wir diese Julian Assange Soli-Konzerte 2-mal im Jahr, immer im Juni, immer im Dezember und immer in der Musikbrauerei. Und wir hatten jetzt gerade natürlich, der Juli war gerade oder fing gerade an, und hatten wir die erste Nacht dieses Jahr, die sehr, sehr schön war, mit einer ganz bunten Mischung aus unterschiedlichsten Künstlern aus dem Hip-Hop-Bereich. Eisbrenner war da, Kiles Moore war da, wir haben eine Talkrunde gehabt. Auch beim nächsten Mal wird wieder eine Talkrunde sein, die ist wie gesagt am 2. Dezember. Und ich bin sehr dankbar, Uli, dass du mich auf dieses Thema nochmal aufmerkst. Man sieht das dann immer, man liest rein, man hat so viele Themen, die in den letzten Jahren so beschäftigt haben. Und plötzlich war ich ganz froh drum, dass ein anderes Thema, dieses unsägliche Thema, ein bisschen abgelöst hat. Dieses Thema ist schon so lange aktuell, so wichtig. Und es gibt einen ganz, ganz gewissen Grund und ganz bestimmten Grund, warum dieses Thema aufrechterhalten bleibt. Weil man nicht will, dass über diese Sachen geschrieben wird, weil es als Abschreckung dienen soll, auch den anderen Journalisten. Weil man ihn zeigen will, treibt es nicht zu bunt. Denn dann passiert euch das, was Julian Assange passiert. Und alles, das wissen die meisten, die hier sind, alles, was er getan hat, er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt. Und die Menschen, die Kriegsverbrechen verbrochen haben, machen politisch Karrieren und laufen frei rum. Und er sitzt im Gefängnis. Es ist eine Schande. Und von der Seite ist es, glaube ich, ganz klar, dass es umso wichtiger ist, dass wir laut bleiben. Raise the Volume heißt ja eines der vielen Projekte um Julian Assange herum. Und es ist ganz wichtig, immer wieder daran zu erinnern, wir haben das jetzt gerade jüngst gemacht mit einem neuen Album, Protestnoten 2.0, Free Assange, wo 18 Künstler 18 Songs geschrieben haben oder ihm Songs gewidmet haben. Hier ist mein Beitrag dazu, Assange. Da möchte ich an eine Sache erinnern, die mir ganz wichtig ist. Ein brandneuer Song wird das ein bisschen dokumentieren, weil es passiert das Gleiche wieder, was wir auch in anderen Konflikten, in anderen militärischen Konflikten erleben mussten. Eine massiv einseitige Berichterstattung, eine regelrechte Propagandaschlacht in den Öffentlich-Rechtlichen. Und ein weiterer Grund, warum Julian Assange da ist, wo er jetzt ist, weil man natürlich nicht nur die Journalisten mundtot machen will, sondern weil man auch die Friedensbewegung klein halten möchte. Und genau aus dem Grund brauchen wir unbedingt, dass auch die großen Namen wieder zu uns finden, die wir leider in der Corona-Zeit ein bisschen verloren haben, die in den letzten 30, 40 Jahren sehr, sehr laut waren, wenn es um das Thema Frieden und ungerechte Kriege, vor allem NATO-Kriege geht. Auch die sind gerade erschreckend still. Und da wir zu wenig von diesen alten Herren und alten Damen im Moment auf den Bühnen sehen, die daran erinnern, wie wichtig die Friedensbewegung ist, wünsche ich mir, dass umso mehr junge Leute dazukommen. Morgan, Eon, Kiles Moore, die seit 10 Jahren auch bei der Stoppt- und Schließt-Randstein-Aktion dabei sind, die ihre Stimme erheben und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Und ich habe gerade jüngst einen Song geschrieben, den ich als kleine zweite Geschichte heute mit euch teilen möchte, bevor der nächste Künstler auf die Bühne kommt. Er heißt Wir werden bleiben, und er bezieht sich natürlich auf die Friedensbewegung. Bengt Kiene, Kabarettist, Chansonnier, Theater- und Fernsehschauspieler und Regisseur. Er unterstützt uns auf unseren Mahnwachen für Julian Assange immer wieder mit seiner
künstlerischen Kreativität und versucht dadurch, dass wir den Mut nicht verlieren. Die letzten Jahre hat er auch immer die Moderation hier dieser Geburtstagsveranstaltung übernommen. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für die Hilfe zum gemeinsamen Wachsen im Widerstand. Begrüßt bitte mit einem gigantischen Applaus Bengt Kiene. Ja, hallo. Häufig wird übersehen, dass es direkt unterhalb der Regierungsebene eine ganz wichtige und riesig große Ebene von Beamten gibt. Die sind sehr wichtig, weil die sind dafür da, auch die unsinnigsten Regierungsvorschläge, Gesetze praktisch umzusetzen. Ohne diese Beamten wäre überhaupt nichts möglich. Keine Regierung würde dann klarkommen. Da haben wir dann die Corona-Bußgelder von, da haben wir die Hitzeschutzpläne von, aber auch die Richter, die zum Beispiel in London dafür sorgen, dass Julian Assange immer noch in Folterhaft sitzt. Schande! Das ist eine Schande, sehr wohl. Abgesehen davon, dass es eine Schande ist, will ich jetzt den Beamten mal ein Denkmal setzen, weil das ist nötig. Es gibt mutige Journalisten wie Julian Assange, leider sehr wenige. Die Mehrzahl ist sich einig mit den Chefetagen ihrer Verlage und sie schreiben freiwillig das Gewünschte und Geforderte. Es gibt auch mittlerweile eine große Anzahl von Journalisten, die unsicher sind, nicht recht wissen, wie sie ihren Protest sagen können und nicht die Kraft haben, sich gegen die Mehrheit zu stellen. Hier kommt das Lied des unsicheren Journalisten. Aki Schulz als weltweit einzigen Kontrabassisten mit einem abendfüllenden Soloprogramm. Zusammen mit seinem genialen Partner Trotter. Ja, meine Damen und Herren, wir waren noch nicht mit dabei bei den zahlreichen Veranstaltungen, die bereits gelaufen sind. Ich habe das aus der Provinz verfolgt, aus Halle an der Saale, und finde das Engagement für Julian Assange heutzutage eine der zentralen Fragen der sozialen Bewegung. Wenn wir das nicht schaffen, dass er freigelassen wird, dann brauchen wir alles andere gar nicht erst versuchen. Wie wollen wir dann für den Frieden noch kämpfen, wenn jeder Journalist weggesperrt werden kann? Ich bin mit diesem Liederschöpfer Trotter unterwegs gewesen, mit einem Programm mit Liedern auf die Texte von dem vielleicht berühmtesten deutschen Anarchisten, der heißt Erich Mühsam. Wer kennt ihn? Sie kennen noch Erich Mühsam. Dann wissen Sie auch, dass der gesessen hat, in der Zelle gesessen hat, in genauso wenig Quadratmetern. Ich bitte die Kameras jetzt mal für das nächste Lied von Erich Mühsam, auf einen Erich Mühsam-Text in der Zelle, bitte ich Sie jetzt mal zu schwenken auf Belmarsch Live. Ungefähr so groß war die Zelle, in der Erich Mühsam das folgende Gedicht geschrieben hat. Carsten Klatte, der in Berlin lebende Künstler, ist Musiker, Sänger, Textdichter und Komponist. Er verantwortet die musikalische Leitung beim Berliner Atze Musiktheater. Und er hat ein Lied geschrieben, We Are Millions, über Julian Assange, für das sich die unterschiedlichsten Menschen mit einem Free Assange Statement für das YouTube-Video, für das Musikvideo zur Verfügung gestellt haben. Und es ist solche Schilder, so eins wie ich es hier rum mit mir trage heute schon, sind da aufgetreten. I am Julian Assange. Aber jetzt begrüße ich erstmal Alexa Rodrian.
Sie ist eine Songwriterin, eine Komponistin, vor allen Dingen eine großartige Jazzsängerin. Und zusammen mit ihrem Mann Jens Fischer-Rodrian, der hier ja unsere Veranstaltung musikalisch eröffnet hat, ist sie seit dem ersten Solidaritätskonzert für die Freiheit von Julian Assange dabei. Und ja, ich bitte um einen hinreißenden Applaus. Alexa Rodrian, herzlich willkommen. Hallo, wie schön. Hallo Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich ganz spontan entschieden, dass ich was ganz Normales machen möchte. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, wie Stella und Julian heute geht, dann stelle ich mir vor, dass sie nichts lieber hätten, als dass sie einfach normal Geburtstag feiern können. Und was gehört zu so einem normalen Geburtstagsfest? Ein Geburtstagslied. Und ich habe eins geschrieben, angelehnt an eines von Stevie Wonder. Der hat nämlich sein Happy Birthday für Martin Luther King geschrieben. Und ich finde, dass dieses sehr gut zu Julian passt. Meins ist ein bisschen anders als das von Stevie Wonder, aber ich möchte es jetzt Julian und Stella und den beiden Söhnen widmen. Ich habe lange in Amerika gelebt und oft die Statue of Liberty gesehen und mich ganz oft gewundert, warum die da so steht und sich nicht bewegt. Und als ich gebeten wurde, für Assange ein Lied zu schreiben, fiel mir dieser Titel ein. Liberty is not a statue. Ich freue mich, euch einen Musiker der absoluten Spitzenklasse vorstellen zu dürfen. Ich sagte schon, Pablo Miró hat bei uns wirklich schon bei dem allerschlimmsten Wetter gespielt. Vor der US-Botschaft und der Regenschirm hatte viel zu tun. Und mit seiner hinreißenden Musik und den treffenden Texten mit uns für die Freiheit von Julian Assange gekämpft. Und ich bin froh, lieber Pablo, dass diese Verbindung schon so lange anhält. Begrüßt mit mir den unglaublichen Pablo Miró mit einem riesigen Applaus. Ist es ein Dank eigentlich für dich, Julian? Du bist ein Wegweiser, wie es damals Georg Elser war. Ein gewöhnlicher Mensch unter uns kann so viel Kraft finden, so viel Kompromisslosigkeit, um das, was er im Herzen trägt, das, woran er wirklich glaubt, das, was seine Überzeugung ist, bis aufs Letzte dafür sich einzusetzen. Das ist so großartig, das tut uns allen so gut, dass es einen Menschen wie dich gibt, Julian. Danke, Happy Birthday und das ist er wieder. Im Grunde genommen, ist es alles nur eine Frage der Entscheidung. Wisst ihr, wenn je mehr Menschen wir überzeugen, Kinder, Freunde, Nachbarn, guck mal, ich bin Argentinier. Wir haben versucht in Argentinien schon in den 70er Jahren vor der Diktatur und dann nach der Diktatur die Nachbarn zu überzeugen, sagt man, Leute, dieses neoliberale Projekt wird euch, Mittelschicht, auch die Armut bringen. Und die Armut, wenn sie wächst, dann wird es Leid bringen, weil es, die Leute werden fürs Überleben töten und rauben und so weiter. Und vor der Diktatur 76 Argentinien war ein Mittelschichtland friedlich, man lebte zusammen wie in Syrien, bevor dort alles angestiftet wurde, um dann dort zu landen, wo sie heute sind. Die USA ist nämlich in den Ölfeldern von Syrien, meine Damen und Herren. Ist das ein Zufall? Und in Argentinien, der Neoliberalismus hat dazu geführt, dass wir heute von vor der Diktatur 7% Armut auf 48% Armut gelandet sind. Und die Mittelschicht, die für den Neoliberalismus, die hat jetzt Schiss, Arbeit zu verlieren, die Kinder fahren, ziehen weg, sind nicht mehr in Argentinien, studieren irgendwo, wer es kann, wer es nicht kann, der bleibt im Land, voller Angst, Handy dürfen nicht, sonst wird man geklaut, für ein Handy kann man ermordet werden und so weiter. Und es ist unsere Entscheidung, was wir machen. Deshalb dieses Abschlusslied noch. Ihr sollt hier mitsingen. Es geht um die Entscheidung, die jeder Einzelne von uns trifft. Es geht um Courage und Zivilcourage. Und die Zivilcourage müssen wir zeigen, wenn wir im Bus, egal wo, mit Menschen, wir müssen mit den Menschen sprechen, auch wenn sie nicht mehr wollen, weil es geht um unser aller Zukunft. Karten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver
und Blei, die Gedanken sind frei.